Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Elon Motors TV zu einer neuen Ausgabe. Gestern habe ich ja über das Model Y Performance und das Model Y Long Range berichtet. Es tut mir nochmal leid wegen der Tonqualität. Mein Mikrofon ist leider kaputt, dieses blöde Rode Mikrofon mit diesem Kabel. Jetzt brauche ich mal wieder ein neues. Ich hatte ja schon das mit dem Mikrofon hier, dieses Wireless, aber da ist ein Buschel hier dran. Das sieht nach nichts aus und das funktioniert nicht so richtig. Deswegen warte ich jetzt auf ein neues. Sobald es wieder da ist, mache ich natürlich nochmal ein vernünftiges Video, auch in englischer Sprache, die das interessiert. Aber jetzt geht es darum, dass der Sexy Cars Event, nochmal viele Grüße an Timo Schad, der das organisiert hat. Super gemacht, Timo, und ich wäre gern dabei gewesen. Ich hatte allerdings Ferienbeginn hier in Bayern und musste meine 4 Kinder übernehmen. Und das war genau an dem Samstag. Deswegen wusste ich natürlich, ich kann nicht kommen. Ich wäre gern da gewesen. Es hat aber mir wirklich viel Freude bereitet, zu schauen, wer alles da war und dass ihr so eine gute Zeit hattet. Und alle, die sich für die Elektromobilität interessieren, die haben sicherlich darüber Berichte gesehen, konnten sich das angucken, wer hingefahren ist. Und alle, die schon umgestiegen sind, ihr hattet bestimmt einen tollen Event. Und es geht nur noch in eine Richtung von hier aus. Und das ist mehr und mehr Elektroautos. Warum? Weil sie einfach umweltfreundlicher sind, weil sie mehr Spaß machen, weil sie cool sind und weil sich die Physik nicht täuschen lässt. Und wir haben in diesem Land ja lange gebraucht, ich wage mal zu behaupten, ohne diese Marke dahinter, Tesla, diese hier, gäbe es keine Elektromobilität in diesem Maße, schon gar nicht hier in Europa, schon gar nicht in Deutschland. Die paar Elektroautos, die vorher gefahren sind, Renault Zoe, BMW i3, das waren einzelne wenige für so ein paar ganz Extremisten, die dann gesagt haben, boah, das macht Spaß, das ist gut, aber das hätte sich nie durchgesetzt. Wenn nicht Tesla wirklich so fulminant auf dem Markt erschienen wäre und mit so Autos wirklich jeden überzeugt hat, und natürlich haben die anderen jetzt auch tolle Autos gebaut, und wir wollen in den nächsten Tagen darüber berichten, über einzelne Aspekte. Alexander Bloch bei Automotorsport hat da eine ziemlich gute Ausgabe gemacht, die habe ich mir am Wochenende angeschaut, wo er alle Aspekte betrachtet und auch die Top 3 vergleicht und sehr gut physikalisch erklärt, was da passiert und wie er misst und testet. Und dazu möchte ich dann auch noch was sagen. Und ich werde mir immer so ein paar Minuten nehmen für jedes Kapitel, das er gesagt hat. Wir fangen dann an mit der Sparrunde, Effizienz, wie wenig man da verbraucht und dann auch, was es bedeutet, schneller zu fahren. Aber heute geht es nochmal darum, ganz klar zu sagen, warum ist die Elektromobilität die Zukunft? Wieso werden die Verbrenner aussterben? Und wieso wird es keine Wasserstofflösung geben, keine Brennstoffpumpe da an Bord? Weil die Physik eindeutig ist. Und die Physik ist eindeutig im Rahmen des Wirkungsgrads. Wenn ich ein batteriegetriebenes Elektrovehikel, ein BEV, betreibe, dann verliere ich von der eingesetzten Energie 8%, bis sie im Auto ist, und dann nochmal 18%, bis sie aus der Batterie umgewandelt ist in Vortrieb. Das heißt, ich habe hier einen Wirkungsgrad von 75%. Das heißt, von meiner eingesetzten Energie, von jeder erzeugten Kilowattstunde, die über Windkraft oder über Solar produziert wird in Zukunft, kann ich 75% nutzen, um Vortrieb zu erzeugen. Wenn ich das Ganze mit dem Wasserstoff machen will, das heißt, ich mache über die Elektrolyse, produziere ich aus meiner Sonnenenergie oder Windkraft Wasserstoff, dann gehen mir da schon mal 45% verloren. Und wenn ich diesen Wasserstoff dann im Auto habe und jetzt noch umwandeln muss in Elektrizität, die dann den Elektromotor antreibt, dann gehen mir nochmal 55% verloren. Das heißt, von meiner eingesetzten Energie, die ich eingefangen habe mit meinem Windrad oder mit meinem Solarkollektor, bleiben mir noch knapp 25%. Und das ist einfach nur ein Drittel von dem, was ein Elektroauto an Wirkungsgrad hat. Das heißt, da werden von den eingesetzten Energien braucht man dreimal weniger als mit einer Brennstoffpumpe. Und deswegen sind diese ganzen Berechnungen und diese ganzen, ja, aber so und so und so, was man hier versucht hat, die letzten Monate, Jahre so durchzuboxen, um einfach das Elektroauto schlecht zu reden und die Batterie ist zu schwer und die Reichweite zu schlecht. Das sind alles Argumente, die mittlerweile reichweitentechnisch, Ladegeschwindigkeit vernachlässigbar sind für die meisten. Und vielleicht für ein großes Schiff oder für einen Lastwagen, wobei da gibt es auch schon den Tesla Semi, da gibt es auch schon Lösungen, dass es auch mit batteriegetriebenen Elektroautos geht. Also Wasserstoff ist eigentlich eine
Sache, die sich nicht durchsetzen kann, weil eine Volkswirtschaft kann sich das nicht leisten, dreimal so viel Energie zu verlieren, wie wenn man die effizienteste Lösung macht. Also die Natur macht auch immer nur die effizienteste Lösung. Und wieso sollten wir versuchen, hier das Uneffizientere zu machen? Und deswegen ist der Elektroantrieb in einem batteriegetriebenen Auto der effizienteste. Wer ist denn noch schlechter als der Wasserstoffantrieb mit der Brennstoffpumpe? Ja, das ist natürlich der Verbrenner. Denn dort geht aus dem Heizwert, der in einem Liter Benzin und Liter Diesel steht, da kommen dann am Antrieb maximal 10%, 10-15% an, sodass auch sehr gute Verbrenner da einfach sehr viel Wärme entwickeln und Antriebsenergie entsteht dann nur in diesem Bereich 10-15%. Und warum stört uns das bisher nicht so? Ja, weil wir nichts Besseres hatten und weil Benzin nicht so teuer war und dann konnte man 60 Liter tanken und das simulierte, beziehungsweise der Heizwert von 60 Liter Kraftstoff war dann wesentlich mehr als so ein Elektroauto an Batteriegröße mittlerweile drin hat, auch wenn es eine gut hohe Dichte hat, so wie so ein Tesla. Aber jetzt wird der Sprit teurer und es wird durchaus wichtig zu betrachten, was kostet das Ganze? Und da ist man weit abgeschlagen. Vergleichbare Autos, die so viel Power haben wie so einer hier mit 500 PS, die Fahrleistungen liefern 250 km/h, 3,8 Sekunden, die brauchen dann 11,5 bis 12 Liter im Drittelmix auf der Teststrecke. Und so einen kann man hier mit 20 Kilowattstunden fahren, locker in so einer Drittelsparrunde sogar noch viel weniger. Und da bin ich dann einfach wesentlich effizienter. Das heißt, über die Physik definiert sich, was ist effizient und was wird sich durchsetzen. Und deswegen gibt es da nur eine Antwort. Wenn wir genug Batterien bauen können und die Firmen, die vorgesorgt haben, so wie diese Firma, die können genug bauen, deswegen seht ihr auch, dass die so viele Autos verkaufen können, dann wird es schneller gehen. Und wer nicht so viele bauen kann, wer das jetzt erst im Laufe der letzten 2 Jahre gemerkt hat, ups, die Verbrenner sind am Ende, wir müssen jetzt auch welche bauen, so wie viele unserer Herrschaften hier im Lande, dann wird es etwas länger dauern und man hat halt nicht so viel Marktanteile. Das hat man halt vergooft, weil wir einfach auch in unserem Land versucht haben, hier natürlich Arbeitsplätze zu sichern. Das macht auch Sinn, aber langfristig ist es nicht die bessere Lösung gewesen und jetzt müssen wir dem hinterherhapseln. Also es liegt an der Physik, die Effizienz, der Wirkungsgrad und deswegen ist die Elektromobilität zumindest für die nächsten 50 Jahre die einzige Antriebsart, die sich durchsetzen wird. Ich gehe davon aus, dass wir bis 2025 weit über 50% in diesem Land haben und bis 2030 sind wir weit über 80%. Die Norweger sind schon nahe der 90% Elektromobilität mit reingetriebenen, batteriegetriebenen und alles andere wird aussterben. Und die paar, die ihr dann noch sammelt in eurem Museum daheim, das ist ja schön und gut. Aber wir reden immer über die Neuzulassungen. Von den Neuzulassungen sind wir dann ganz klar in dem Bereich weit über 80%, weil es effizienter ist. Und natürlich, was ja in diesem letzten Treffen durchgekommen ist, es macht einfach Spaß und jeder, der mal die Chance hat, sollte mal fahren. Und klar, das letzte Problem ist einfach noch der Anschaffungspreis. Die Autos sind nicht ganz günstig. Wer das Geld nicht auf der hohen Kante hat, der sollte sich überlegen, ob man vielleicht so ein Auto mal finanziert. Das haben auch viele in Verbrennerzeiten gemacht. Klar, wer das partout nicht machen will, der muss natürlich noch ein bisschen warten oder sich halt ein kleines Elektroauto kaufen. Die Förderung gibt es auch noch in Zukunft, nicht mehr ganz so hoch, um den Einstieg zu erleichtern. Aber die Wertstabilität ist recht hoch, weil einfach die Autos auch in anderen Teilen Europas noch mehr kosten. Und deswegen kann man sich das eigentlich mal ausrechnen. Also da kann ich nur zu ermuten, es macht Spaß, aber die Diskussion, welcher Antrieb in Zukunft sich durchsetzen wird, die Physik entscheidet. Wirkungsgrad 75%, so ein Elektroauto 25% mit Brennstoffpumpe und 10% mit einem normalen Verbrenner. Und das ist auf langfristige Sicht, wo Energie teurer wird, natürlich nur mit dem effizientesten Antrieb möglich. Das hat Elon Musk gleich erkannt. Ohne ihn gäbe es das nicht. Ohne ihn wären wir in Europa nicht so weit. Ohne diese Marke wären wir nicht so weit. Da können viele reden. Das ist der Pionier. So bleibt es auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer noch nicht abonniert hat, würde mich freuen für ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Servus.